Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Laura und ich bin dein Coach für den Videolernzyklus. Dabei beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem Lösen von Sachaufgaben zum Thema lineares Wachstum. Diese Punkte sollten dir bereits bekannt sein. Du kennst die allgemeine Funktionsgleichung des linearen Wachstums bzw. der linearen Abnahme. Du weißt, welche Bedeutung K und D haben. Du kannst eine Wertetabelle erstellen und den zugehörigen Funktionsgraphen in ein Koordinatensystem einzeichnen. Du kannst bei gegebenen Funktionsgraphen K und D ablesen und die Funktionsgleichung aufstellen. Fällt dir dies noch schwer, so sieh dir doch nochmal den Lernzyklus Lineares Wachstum von meiner Kollegin an. Dabei musst du nur auf diesen Link klicken und schon landest du beim Lernzyklus. Darin befinden sich alle wichtigen Grundlagen, damit du dann die Sachaufgaben ohne Probleme lösen kannst. Wenn du dir jetzt denkst, das kann ich alles, dann bist du hier genau richtig, denn wir werden nun anspruchsvollere Sachaufgaben gemeinsam lösen. Bevor wir mit der ersten Sachaufgabe beginnen, lege dir einen Zettel, einen Stift sowie einen Textmarker zurecht. Jetzt legen wir los und lesen uns ein typisches Beispiel gründlich durch. Lukas pflanzt einen Apfelbaum, der eine Höhe von 35 cm besitzt. Jedes Jahr wächst der Baum um 20 cm. Stelle eine lineare Gleichung auf, die den Sachverhalt darstellt. Wie du sehen kannst, haben wir zuerst eine Schilderung einer Situation und dann eine konkrete Aufgabenstellung. Stoppe nun das Video und schreibe die Sachaufgabe auf deinen Zettel. Hast du die Aufgabe abgeschrieben? Sehr gut, dann können wir uns das Wichtige mit einem Textmarker markieren. Dazu überlegen wir uns, was gegeben ist und wonach gesucht wird. Drücke nochmals auf Pause und mache dir Gedanken, was in diesem Beispiel markiert werden sollte. Als Lukas den Baum pflanzt, ist dieser 35 cm hoch. Jedes Jahr kommen 20 cm dazu. Also sprechen wir von einem linearen Wachstum. Nun nehmen wir einen Textmarker in einer anderen Farbe und markieren uns, was gesucht ist. Wir sollen eine lineare Gleichung aufstellen. Wir wissen bereits, dass die allgemeine lineare Gleichung y ist gleich kx plus d lautet. Zu Beginn hat der Apfelbaum eine Höhe von 35 cm. Das ist unser d. Der Baum wächst jährlich 20 cm. Somit ist der Wachstumsfaktor k 20. Die allgemeine lineare Gleichung lautet deshalb y ist gleich 20x plus 35. Drücke auf Stopp und schreibe bitte diese Gleichung unter die Angabe. Du weißt, dass das Wachstum pro Jahr 20 cm beträgt. Die Höhe hängt also von der Anzahl der Jahre ab. Schreibe daher die Gleichung in dieser Form an. H von t ist gleich 20t plus 35. T steht für die Anzahl der Jahre. Du siehst, dass die Gleichung h von t ist gleich 20t plus 35 das Wachstum des Baumes deutlich zeigt. Drücke auf Stopp und schreibe auch diese Gleichung auf. Achte darauf, dass in dieser Gleichung die Variable t vorkommt. Die lineare Gleichung haben wir nun aufgestellt. Jetzt sollen wir das Wachstum in einem Koordinatensystem grafisch darstellen. Pausiere das Video und schreibe auch diese Aufgabenstellung ab. Zuerst beschriften wir die Koordinatenachsen. Die horizontale Achse beschriften wir mit ZT in Jahren. Die vertikale Achse beschriftest du mit Höhe h in Zentimeter. Die Einheiten auf dieser Achse sind Zentimeter. Wie du bei meinem Koordinatensystem sehen kannst, gehst du auf der horizontalen Achse in 1er Schritten und auf der vertikalen Achse in 10er Schritten.
Die vertikale Achse sollte auf jeden Fall bis zu 2 Meter, also 200 cm reichen, denn so hoch kann ein Apfelbaum bestimmt werden. Pausiere das Video und zeichne sorgfältig dein Koordinatensystem. Zeichnen wir nun gemeinsam den Funktionsgraphen. Wir wissen, dass die Höhe des Apfelbaums zu Beginn 35 cm beträgt. Diesen Punkt markieren wir auf der vertikalen Achse. Dann müssen wir das Steigungsdreieck einzeichnen. Da pro Jahr 20 cm dazukommen, gehen wir 1 nach rechts und 20 nach oben. Wir verbinden nun den Punkt 0,35 mit der Spitze des Steigungsdreiecks und erhalten den Graphen des Wachstums. An dieser Stelle erinnern wir uns an den Graphen einer linearen Funktion. Der Abschnitt auf der vertikalen Achse stellt das D dar, also 35. Der Wachstumsfaktor kommt im Steigungsdreieck vor. Hier kann ich K ist gleich 20 ablesen. Bei der letzten Aufgabenstellung ist jenes Jahr gesucht, in dem der Baum eine Höhe von 1,08 Metern erreicht hat. Die Größe von 1,80 Metern ist dabei gegeben und müssen wir somit mit der ersten Farbe markieren. Pausiere wieder das Video und schreibe die letzte Aufgabenstellung auf. Bei der Aufgabenstellung handelt es sich um eine sogenannte Umkehraufgabe, denn nun ist die Körpergröße von Lukas gegeben und beträgt 1,80 Meter, was wiederum 180 cm ist. Wir müssen herausfinden, wann der Apfelbaum die Höhe von 180 cm erreicht hat. H von T ist gleich 180 cm. Das können wir in die Gleichung H von T ist gleich 20T plus 35 einsetzen. Daraus ergibt sich die Gleichung 180 ist gleich 20T plus 35. 35 können wir auf beiden Seiten abziehen und erhalten 145 ist gleich 20T. Jetzt müssen wir nur mehr durch 20 dividieren. Für T ergibt sich 7,25. Lass uns kontrollieren, ob die Antwort T ist gleich 7,25 im Koordinatensystem ablesbar ist. Wir suchen also die Stelle, deren Funktionswert 180 ist. Ja, zum Funktionswert gehört die Stelle T ist gleich 7,25. Schreibe den Antwortsatz unter die Berechnung. Nach 7,25 Jahren ist der Apfelbaum genauso groß wie Lukas. Großen Applaus an dich, denn du hast soeben das Intro-Video absolviert. Mach weiter so und ich hoffe, wir sehen uns im Basic-Video erneut, wo wir bereits etwas anspruchsvollere Aufgaben ansehen und lösen werden.